Ist das die Wärme aus dem Biomeiler? Ja. So warm ist der. Mhm. Ja. Der hat doch über 60 Grad, ne? Nee, da kannst du da so gucken. Da ist die Temperatur. Einfach so du bist dran, ja? Ja, hier haben wir den Biomeiler. Das fühlt sich viel wärmer an. Ja, das fühlt sich wärmer an. Ja, cool. Richtig warm, ne? Ja. Mhm. Ja, das ist die. Hier habe ich eine Pumpe, die geht mit 6 Watt. Ja. Hier habe ich ja 3 Lagen drin, a 33 Meter. Mhm. Das sieht aber alles sehr professionell aus. Ja, aber richtig professionell. Ja? Ja. Bist du also richtig gut? Bist du Heizungsbauer? Nee. Aber Handwerker. Maurer. Ja, jetzt im Moment gerade Maurer. Was du hier vermauert hast, musst du nicht aufessen. Das stimmt. Ja. Das hat man früher in meiner Ausbildung immer so gesagt. Ja, das ist die Verkleidung vom Biobeiler hier. Du bist Maurer geworden, hättest du aufessen können, was du vermauert hast. Ja, das ist die Anlage. Ja, das ist super toll geworden. Das sieht richtig gut aus. Da muss ich gleich nochmal ein Bild mehr machen. Wie groß ist der Meile da? 5 Meter lang, 2,50 breit und 2,30 hoch. Ja, und top integriert, du. Ja, und hier war vorher diese Sichtschutzwand, war ja vorher auch, war so mit Efeu bewachsen. Super. Da habe ich einfach alles weggemacht. Kann man das von hinten auch nochmal betrachten? Ja, das machen wir. Genau. Wir gehen einmal rum. Machen wir hier unten durch, ne? Du kannst hier gehen. Ja. Oh. Ah ja. Doppelstichmatten. Absolut genial. Hast du zufällig Messwerte? Wie meinst du? Also vermisst, hast du einen Wärmemengenzähler damit drin? Ich habe, ich hatte ja ein bisschen Probleme mit meinem Heizungsbauer. Der hat mich einfach. Er wusste nicht, was du von ihm wolltest. Ja, er hat immer, ja, klar, ist kein Thema. So, und als er das hier machen wollte, ging das ja nicht. Ja. Ja, das ist immer das Gleiche mit den Heizungsbauern. Ja. Manche die sind so engstirnig, dass sie dann nicht begreifen, was man will. Ne? Ja, schade. Aber das hast du eine schöne, solide Konstruktion gemacht. Wovon hast du das weggekriegt? Das ist eigentlich aus. Die habe ich hier, waren noch 2 übrig gebliebene Baustoffe, die habe ich ganz günstig geschossen. Der Rest ist Bausteinmatten. Ja, aber das ist ja hier, das sind 2 Tore. Ah, genau. Ne, hier habe ich gleich Winkel gemacht. Okay. Und dies ist jetzt nur der Torverschluss. Ja. Den nehme ich weg und dann kann ich die Tür aufmachen. Ja. Das ist ja geil. Müsste da rein. Ja, super. Für die tolle Cosimezzo, ja, für Cancello. Er hat hier Tore. Da kommt das tolle Cosimezzo. Ja. Aber die sind auch Wenn du draufstehst, siehst du, dass der Beule ist. Ja. Aber der hat eine Beule drauf. Also der Druck bei 5 Metern ist doch erheblich. Ja. Das ist auch, wir haben ja, wie wir den befüllt haben, haben wir ein Event gemacht. Ja, eine Box raus und dann hatte ich hier 12 Leute. Die sind dann mit Wasserschlauch und mit Swing Dance. Genau. Ein bisschen Musik dabei. Ja. Ich habe auch ein kleines Video. Ja? Dürfen wir das Video ins Internet stellen? Ja, das können wir. Ja. Ich muss es nochmal, bearbeite ihn nochmal. Ach, gerne. Und hier ist mein der Überlauf. Ja. Sehr schön. Perfekt. Also besser geht's ja gar nicht, du. Nee. Und da kannst du auch, können wir eine Probe von mitnehmen, ne? Von dem Humin-reichen Wasser. Ja, kein. Oder? Hast du noch? Ich habe keinen Behälter mehr. Kannst du ins Nautteller einfüllen? Oh, so ein Joghurtbecher oder was, den fällt mir noch zusammen. Das ist ja noch ein bisschen anders. So eine Flasche. Nein, in dein Telefon, weißt du? Ja. Genau. Ich bin ja eigentlich Baustoffhändler, so. Ach so, okay. Also und, hast du den ganzen Zugang zum Material? Ja, einmal das und dann habe ich dann die schiefe Ebene gemacht. Ja. So, und dann die Teichfolie drauf, ja, mit Pölsern ausgeglichen und so, dass wir so das Gefälle hierher haben. Okay. Dann so ein Flachdachablauf benutzt und der läuft dann hier rein. Okay. Und dann habe ich eine Schüttung Weser-Tuch genommen. Okay.
16,32. Um die ganzen Holzschnitte wegzuhalten. Ja. Nee, und das ist unten kein staunende Nässe. Ja. Und dann erst ein, so ein zum Gittixgewebe. So, ne? Ah, okay. Dass das Wasser weg kann vom, vom Geschnetzelten. Mhm. Wie so eine Drainage. Ja, die ist dann so mega professionell. Ja, und die Füllung hast du auch komplett Holzschnitzel genommen oder Grünschnitt? Ich hatte Gemeinde angerufen, ich sag, habt ihr, fahren wir mein Grundstück voll, ich hab ein großes Grundstück. Ja. Ne, fahren wir mein Grundstück voll, da habe ich mir so einen Profi-Schredder genau. Der weißt du, mit der Kanzel einmal rumfährt und dann seinen Bagger hat. Oh, oh. Der hat in einer Dreiviertelstunde also einen richtigen, richtigen Lohnunternehmer. Ja. 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 Was hast du da bezahlt die Stunde? 50 Euro. Ja. Ja, okay. Ja. Und der hat da wie viel Kubik gemacht? Der hat ca. 28 Kubikmeter kam dabei raus. Da war ich aber noch nicht voll. Ja. Nee, nee. Okay. Nee. Wir sind jetzt 36, 37 Kubikmeter. Ja. Also, und dann verdichtet den Wald. Genau. Was hast du denn hier für Rohre, die hier rausgucken? Da hatte ich, die hatte hier noch liegen. Das waren nochmal 10 Meter PE-Rohr. Ja. Ich hatte immer gedacht, ich wollte mir hier so ein, ich habe noch so einen Gummipool. Wenn die Enkelkinder mal hier sind, alles klar, dass ich mal eben eine schnelle Beheizung kriege. Genau, gute Idee. Die einfach dann so durchlaufen lassen. Also zusätzlich. Zusätzlichen Anschluss. Ja. Also können Sie hier noch einen Heißwasserhahn anschließen. Theoretisch, ja. Genial. Ja. Ich will jetzt ja meinen, diesen Alpha-Mix, dass ich meine, meinen Geschirrspüler und auch meine... Ja. Genau. Meine Waschmaschine mit anschließen kann. Ja. Ja. Alphamix ist ein Zusatzgerät für die Kaltwasserleitung, dass man eben Waschmaschine und auch Geschirrspüler mit warmem Wasser versorgen kann. Ja. Kostet um die 220 Euro, ne? Ja. Ja. Und das Material, das du verwendet hast, das ist der Grünschnitt so mit frischer Grünschnitt. Ja, alles Baumschnitt vom Straßenrand. Eigentlich das Schöne ist, ich habe vielen Leuten Bescheid gesagt, das war in der Zeit, wo es diese Osterfeier gibt. Also Ende Osterfeuer machen wir immer, zu Ostern machen wir immer so ein Feuer. Jawohl. Und dann habe ich ihnen gesagt, du, das Osterfeuer ist groß genug, wenn ihr Lust habt, ihr könnt hier mir alles herfahren. Und das war frisches. Geschnitten Bäume und für. Also der ganze Ausschnitt von, von Februar, März. Ja. Also die Frühjahrsschnitt. Den ganzen Kram vom Friedhof. Kein Mix dazu geführt? Nein, nee, das war mir jetzt so aufwendig. Das ist ja. Ich dieses System Doktor ich ja anderthalb Jahre mit rum, wie ich das mache. Ja, dann immer mit Ralf mal telefoniert und das war mir einfach zu aufwendig, das mit dem Mist nochmal mischen. Ja, ja. Und das ist eigentlich ja auch ein bisschen nebenbei entstanden. Wir haben einen Zimmermann geholt, der hat mit mir das gebaut hier. Ja. Weil das ist unauffällig. Ne? Das ist sehr unauffällig. Und weil ich auch, das ist einfach mit diesem mit dem Schilf vor. Super toll. Ne? Das sieht gut aus. Sieht besser aus, als wenn du so eine Plastikfolie hast. Genau. Aber das kostet dann 50 Euro mehr. Aber eine Sache, die ist bei diesem jetzt ganz, ganz wichtig, wenn wir da nochmal hingucken und du nochmal einen Schwenk darüber machst. Ja. Er hat ja ganz massive Tor genommen. Ne? Genau. Also normalerweise wäre das jetzt so, dass bei der Länge von 5 Meter und den Materialien drinnen mit dem Wasserdruck das Ganze eine Beule gekriegt hätte. Genau. Dann sieht das Ding nachher so aus wie ich. Ne? und hat mehr ein Fass als ein Sixpack, aber du hast gutes Material genommen. Das ist also wirklich ganz, ganz toll geworden. Denn alles, was wir sonst aufgebaut hatten, was nicht eckig oder rund gewesen, also mehr eckig oder rund gewesen ist, hat immer Beulen und Bäuche gekriegt. Ja. Also, ist halt auch eine kleine Beule. Ja, das macht ja nichts, aber ich meine, gut, dass du so starkes Material hattest und nicht gedacht hattest, ich mach jetzt mal ein paar Bausteinmatten hin und dann ist gut. Nee, das ist vom Gefühl her bin ich schon noch so, das lieber ein Tick mehr. Ja, das hat sich gelohnt an der Stelle. Ja. Wunderbar. Und auch diese
Das waren ja mal Zaun, diese Elemente. Wie viele waren Zaun-Elemente? Und die haben wir einfach direkt in die Baustelle. Die Doppelstabmatten habe ich da einfach aufschweißen lassen. Ja. Aber die Idee, das mit einem Tor zu machen, dass man das jetzt zum Entladen und zum Befüllen ganz aufmachen kann, ist natürlich genial. Ja, wie willst du es auch anders machen? Ah, du hast die ganze Breite. Ne? Mache auf und dann kann ich mit dem Radlader vorfahren und kann das lagenweise rausnehmen. Ja. Erstmal oben, dann von vorne fällt es mir dann entgegen, dann kann ich das hier irgendwo lagern und dann nachher nochmal wieder verwenden. Ja. Und dann an diese schwarze Erde. Genau. hast du die Lagen, die Rohrlagen, die Wärmetausche auch abgedeckt? Ja. Mit Silonetz? Ja. Mit Silonetz oder? Ich hab so ein. Wie soll ich sagen, das ist so ein Gewebe, das verwendet man, um Gründachung zu machen. Ja. Das ist so ein Netz, so ein verwirktes genau. So ein Gitter. Ja. Das ist reißfest. Das kann ich da. Und dann haben wir dann so eine, wie soll ich sagen, so ein Absperrband. Da sehe ich immer, wo die Lagen sind. Genau. Das hängt immer vorne vor. Ja. Wie bei mir. Ne? Dass du immer weißt, wo die Lage ist, genau. Dass du hier nichts kaputt machst. Und wie hast du das gelöst mit den Anschlüssen? Hast du da, dass das so, also wenn die Kompostlage absackt, dann hast du ja... Das haben wir schon mal bedacht. Genau. Haben wir das so eingebaut, dass es dann in die Waage gehen kann und gegebenenfalls sogar noch... Noch weiter runter dann. Okay, nicht, dass wir haben es auch eben halt, dass es flexibel ist. Durch diese Rohrisolierung kann sich das auch nochmal so hin und her... Nach vorne und hinten schieben. Genau. Ja, prima. Wie alt ist der Haufen? Der ist jetzt seit April. Seit April, ne? Vom 5. April, ne? Seit April. Und die Wärme hast du gleich bezogen dann? Oder einen Moment gewartet? Vier Wochen später ging es schon los. Seit April. Ja. Und du beziehst immer Wärme, du beziehst permanent? Ja. 24 Stunden? Nee, die kleine Pumpe pumpt in Impulsen, macht 2 Stunden und dann 3 Stunden Pause. Gut. Super. Und 40 Grad ist so das? Das ist jetzt eigentlich so immer meine Dauertemperatur. Ja. Ich hatte schon 50. Ja. 2 Stunden kontinuierlich. Und ich habe 2 Stunden Pause. Leider hat der Heizungsmonteur, wie ich nicht hier war, ich hatte mitten im Haufen, also mittendrin, hatte ich einen Fühler eingebaut. Ja. Und den hat er dann gezogen. Nein. Da sagte er, er hat eine andere Steuerung wieder eingebaut. Ja. Nee, und dann sagte er, die haben eine verschiedene Ohm oder der hat einen anderen Messwert und dann. Ich sage, lass ihn noch da drinnen, dann hätte ich mir irgendwas anderes eingebaut. Jetzt ist doch schade, sage ich. Und jetzt hat er versucht nochmal, jetzt ist er aber nur 1 Meter drinnen. Ja. Ja. Gut. Ne? Okay. Das nächste Mal, das sind so diese Erfahrungen, die man machen muss. Dilettanten. Nein, gut. Hast du viele Press? Er hat eine Disco gemacht. Er hat halt große Boxen aufgebaut und seine 12 Helfer haben hier. Ja. Ja, ja. Alles zu Fuß. Ja. Wir hatten total Spaß. Wir hatten so richtigen Sonnabend. Wir haben auch die. Ich hatte den nicht fertig gemacht. Ganz. Okay. Vorhin hatte welche, weil wir wollten den Tag über. Ich kriegte auch erst mittags den Radlader. Und dann haben wir morgens dann die Tauscher gemacht. Wärmetauscher, dann welche haben von innen dann dieses Gewebe eingebaut. Okay. Und das ist so, das ist einfach, dass alle irgendwie so das Gefühl auch dafür bekommen. Dann haben sie mir dann alle gleich gesagt, wie wir dann fertig waren, haben wir dann nochmal ein schönes Pilz getrunken, haben sie gesagt, so Helmut, in 18 Monaten haben wir dann aber jetzt keine Zeit. Ja. Das ist das Problem. Man hat nur einmal Helfer und im nächsten Jahr sind sie dann alle selber mit dem Biomaler beschäftigt. Genau, da muss man ja da helfen. Da ist man das ganze Jahr nur noch damit beschäftigt, den anderen Biomaler aufzubauen. Aber das ist ja auch das Schöne, was bei den Biomaler letztendlich noch eine zusätzliche Dynamik bringt. Ja. Dass man also diesen ganzen Gruppen und wir machen was Effekt hat. Ja, genau. Denn es ist ja nicht so, dass man den Biomaler für sich alleine macht und für die Wärme, die man hat, sondern
die dörfliche Gemeinschaft, die dadurch ja, auch nochmal belebt wird. Ja, und auch so Thema. Dieses Anrufen, ey, hey, gut, sag doch mal, geht wie viel Grad hast du denn? So denn, und heutzutage jetzt mit so einem Smartphone gehst du einfach hin, machst ein Bild von der Gradzahl. Genau, machst du einmal so kleine Info an alle. Genau. Ja, per WhatsApp, dann schickst du eben ne, viele Grüße von unserem Biomeiler. Ja, sehr ja. Toll. Das super. Ja, das klasse. Nee, ist toll, dass wir heute hergekommen sind. Also Ralf hat ja immer schon davon erzählt, aber wir haben ja nie Gelegenheit, dass wir wirklich mal kommen konnten. Und das ist ja hier Biomeiler Deluxe. Das muss ich auch sagen, ja, auf jeden Fall. Deluxe. Ja, leider hatten wir ja in Schwerin gerade den Biomeiler Abbau. Ja, das war vielleicht ein Planungsfehler so von mir. Aber das war einfach, ich war so auch mit der Vorplanung einfach immer so mit beschäftigt. Ja. Dieses, ne, und dann ergab sich das so, weil der Schreddermann sagte, naja gut, dann nächste Woche. Ja. Genau. Ich sag, nächste Woche. Ja, dann habe ich hier eine Stelle in Ollersbay und sonst muss ich nochmal 75 Euro Eichser anfangen. Ja, ja. Ah, okay. Ja, die kannst du ja sparen. Ich sage jetzt den ja. Hast du denn noch ein Bild von der Grünschnittmasse, die bei dir auf dem Gelände war? Ja, ich habe von dem Bagger oder von diesem Schredder. Denn ich meine, das ist ja auch irgendwie so ein Riesenerlebnis, dass man die ganze Menge vom Grünschnitt liegen sieht. Und wenn das nachher geschreddert ist, dann hast du da 23 Kubikmeter und denkst, naja, da bin ich gleich mit fertig. Und wenn du das dann befüllst und stellst fest, mir fehlt noch ein Drittel, dann denkt man auch, meine Güte, was da reingeht. Ja. Ja. Und ich hatte ja noch nicht genug, wir waren ja nur bis hier in dieser Höhe so. Dann habe ich mir dann nochmal von Bekannten auch nochmal so einen eigenen Schredder, wo du so hinten reinsteckst, geliehen. Aber der macht dann größere Stücke. Ja. Die hätten eigentlich nochmal rein müssen. Und der andere hat mir 3 cm. Das war optimal. Dann habe ich es dann auf dem Sonnabend mit meiner Frau dann nochmal selbst befüllt. Ja. Nee, und dann sagt sie, du kommst du gleich rein zum Essen, so war so ein bisschen schummrig. Ich sage, yo, ich komme gleich rein. Nee? Ich denke, ah toll, und so gleich mache ich mir eine Flasche Rotwein und so belohne ich mich, dass ich fertig bin. Hatte ich die Leiter da stehen, steig hier ab und schieb mir den obersten Holm hier die Leiter in die Hose rein. Und dann ging das von da oben. Da ich schon 2 neue Hüften habe, denke ich, während des Fluges, scheiße, nicht auf die Hüften fallen. Wo bin ich drauf gefallen? Ich bin auf den Kopf. Hals Krause, 3 Tage krank. Oh nein. Ja. Also. Aber Gott sei Dank ist es heute vergessen, hoffe ich. Oder hast du noch ein bisschen Kaffee? Das war nur eine Stauchung. Aber schlimm genug. Habe ich hier gelegen. Ne? Ja. Mit der Flasche Rotwein wurde nichts mehr. Nee. Ja, nicht an dem Tag. Nicht an dem Tag. Ja, ich meine, das war dann ja so ein kleiner Wermutstropfen. Dann hätte das ja eigentlich bis zum Schluss auch. Ja, das hätte rund gewesen. Ja. Ja. Na gut, aber ich meine, das Ding hat natürlich jetzt so ein Aussehen und auch so eine Leistung, dass das bestimmt nicht der letzte Biomaler ist. Ne? Nee, das ist nicht der letzte. Ich träume ja einige immer von mobilen Biomeilern. In Kisten verpackt, so gleich so eine Säule machen, wo du Fußboden, hier dieses PE-Rohr, Heizungsrohr umzumachst, befüllen, zu den Leuten hinbringen, bewässern, so. Ne? Und hinstellen. Und hinstellen. Ja. Also wir haben jetzt bei uns gerade in Hannover einen Landwirt, der hat sich belüftete Big Bags geholt. Es gibt für Kartoffeln, Karotten diese Big Bags, Meter mal Meter, also Kubikmeter. Mhm, ja. Die haben alle 5 cm so einen Schuss, der fehlt. Dadurch ist es durchgängig. Ja. Und der hat seinen Biomaler aufgebaut mit 90 von diesen Big Bags und hat zwischendurch das lose Material aufgefüllt, um die Big Bag-Rundung schön abzudecken. Und der ist im Juni in Betrieb gegangen, hat 70 Grad im Moment. Der hat auch ein bisschen Hühnermist mit reingemacht. Ja.
Und er sagte, für ihn war das eben mit seinem landwirtschaftlichen Gerät auf dem Hof alles möglich. Ja. Und er hat es eben sehr gut aufbauen können und hat nicht viele Helfer gebraucht. Ne? Also ja. Er hat das mit seinen Kollegen zusammen gemacht und hat dann die 90 Big Bags innerhalb von 3 Tagen so der Reihe nach befüllt und gleich aufgesetzt. Und das ist auch ein gutes Prinzip. Ja. Jetzt wissen wir bloß noch nicht, wie die Big Bags verhalten. Wenn die nach 1,5 Jahren oder 2 Jahren rausgenommen werden. Denn der biochemische Vorgang, der da drin ist, bricht ja alle Moleküle auf und sorgt auch dafür, dass eine Hygienisierung stattfindet. Ja, genau. Und das kann eben auch ganz gut sein, dass er alles das, woraus Materialien sind, auch mit auffrischt. Die wir dann noch einmal nutzen können. Das und dann, schafft der, glaube ich, nicht, weil die Gullyband ist wie so ein Bändchengewebe aufgebaut. Die wird er vielleicht noch mal einmal nutzen können. Das, was für Big Bag schädlich ist, ist nur UFA. Ja. Also, wir werden das sehen. Also, das war so ein bisschen die Frage, die so im Raum steht. Ne? Aber wenn das mit den Big Bags gut hinhaut, dann ist das auch eine neue Aufbaumethode, die wir ganz gut anwenden können. Ja. Das ist, das kann man gut Pferdeleuten auch verkaufen. Ja. Wenn du diese Big Bags, machst du so eine kleine, einen kleinen Wärmetauscher rein, und weil die haben, wenn die auf den Wiesen sind, die haben ja immer Probleme im Winter mit dem einfrierenden Trinkwasser. Mhm, der Kübel. Und dann müsste man einfach einen Kübel im Kübel machen. Ja. Und dann stellst du hier so ein Big Bag hin, da können sie dann ihr Pferdemist reinmachen, anfeuchten, abdecken ein bisschen. Und dann so eine kleine Solarpumpe, die nur im Kreis ist. Dann wird das warme Wasser außen und zu nur gespült. Ja. Und innen drin haben die Pferde das Trinkwasser. Ja, also wir haben für Messeveranstaltungen und als sogenannten Biomaler-Starter auch diese Big Bags schon weitergegeben. Und wir schmeißen einfach nur ein Keul von dem PEX vor, also vom Fußbodenheizungsrohr rein, einfach 100 Meter, ohne die auseinanderzunehmen, so wie es ist. Und das sind ungefähr 20 Liter Wasserinhalt. Ja. Das ist also genug Wasservolumen, um es zirkulieren zu lassen. Und das funktioniert hervorragend. Ja. Das funktioniert gut. Naja, der Biomaler beflügelt. Und ja, der macht erfinderisch. Der macht das genau das, ja. Also es gibt, glaube ich, so gut wie noch keinen Gedanken, der uns nicht schon mal durch den Kopf geschossen ist, wo wir also schon mal dran gearbeitet haben, um zu sagen, ist das eine Sache, die man zum Produkt machen kann. Ja. Ja. Das ist wie schon so viele andere Räume. Vorher wurde ich ja ein bisschen belächelt. Ich sag, geh rein, YouTube, guck dir das Video an, was mich inspiriert hat, mit John Payne da. Ja, absolut. Ja. Ich sage, wenn ihr das seht, abenteuerlich. Und dann kamen die, hatten sich vorher angeguckt. Und wann setzen wir denn die Gasbomben ein? Ja. Ich sage, Jungs, davon wird hier nichts. Sag ich, das will ich hier nicht. Ja, da sind wir jetzt gerade am Forschen. Klein an. Da sind wir jetzt am Forschen im Moment. Also wir machen jetzt so hier und da mal so eine Biogasanlage. Mhm. Die wir mitbauen in den kleinen Stil. Und das funktioniert im Moment gerade ganz gut. Ja. Also macht auch viel Spaß, damit rum zu experimentieren, weil man eben den Erfolg auch sehr schnell sehen und messen kann. Ja. Und wir haben jetzt so viel Biogas aus einer ganz, ganz kleinen Anlage, dass wir eine halbe Stunde lang kochen können. Und ganz große Klasse. Also Liter Wasser ist in 11 Minuten am Kochen und bei voller Flamme hält ihr das Kochen eine halbe Stunde an. Also macht schon viel Spaß. Ich wollte noch mal eben kurz von der Vorderseite noch mal eben kurz ein paar Aufnahmen machen von der, wenn du noch ein bisschen was dazu erklärst vielleicht. Von dem Verteilung. Ne? Genau. Und von der Kessel, ne? Ja. Die Kesselanlage sieht ja so toll aus. Ja, genau. Einmal. Gut. Sonst kannst du das nicht. Eigene Obstbäume, Obststreuwiese, ist doch klasse. Du hast ja Material für den Biomeiler hier, für die Biogasanlage noch, du, ohne Ende. Ich schneide ja auch meine Büsche selber, ja. Das ist alles selbst angepflanzt. Oh, toll, du, hier, ein Partygelände. Ja, das ich habe gerade meinen 60. Geburtstag gefeiert. Ja, guck. 150 Leute mit Tanzflächen hier draußen. Ja, super. Ja. Das ist doch edel. Und immer Lagerfeuerholz. Anstatt Steinkreis hast du Baumkreis. Ja, hier kann man schon Party machen, du. Ja, hier stürzt kein, ne? Nee. Hier kannst du Feuer machen, wo wir mit Sand gemacht hätten. Ja. Nee?
Und da ist seine Maschine ist in Stocken gekommen. Ach so, da haben sie dreckiges Zeug dazwischen gehauen, ja, mit Erde und so. War sein Schredder. Ja. Geil, du. Ist ja auch eine schöne Gegend hier, ne? Ja, hat man. Muss ich dir sagen. Ich wohne auch in so einem ähnlichen Haus. Also nicht so groß, ich habe ein Heuerhaus. Aha. Von 1761. Ein kleineres, ne? Ja. Das ist eigentlich auch gemütlich. Ich habe ja hier, das ist ja mein eigentliches Kernstück. Hier kennt ihr mein. Das ist ja hier mein. Ah, ja, der Holzvergaser. Tolles Ding. Ist der schön, ne? Das ist ja wohl der Kracher, das Ding. Ja, das ist. Der powert ja auch richtig rein, ne? Ja, der hat 13 kW. Ja. 10 kW für Wasser. Mhm. Und den hast du. Weiß ich, muss ich im Winter, brauche ich auch abnehmen. Und den hast du auch mit angeschlossen? Also am Kreislauf? Ja, von dem Wasser, von dem Speicher, ne? Also das heißt, du kriegst schon vorgewärmtes Wasser rein und der heizt dann nur noch die Resttemperatur auf, ne? Ja. Genau. Einmal bitte beiseite. So. Dann hast du. Ja, das ist. Also das Meilerwasser. Genau. Hier kommt das Meilerwasser raus. Ja, ist in die jeweils 33 Meter. Und ich gehe mal eben vor. Ja, geh mal vor. Und genau. Das Meilerwasser geht hier über zwei Wärmetauscher. Ja. Einen oben und einen unten. Aha. Das automatisch wechselt das, wenn. Ja. Wenn Temperatur genug hoch, dann macht er einmal zu. Jawohl. Ne, jetzt geht er nur oben. Jetzt hat er unten gar nicht. Also unten weniger. Hier ist er heiß, ja. Ne? Aha. Und unten hat er jetzt gar nicht. Genau, das ist kalt, ja. Ist jetzt, weil er ja jetzt nur Duschwasser also erhitzt. Hier ist der Wärmetauscher drinne. Für das Brauchwasser. Mhm. Und das kannst du zusätzlich heizen? Ich kann zusätzlich heizen mit meinem Holzvergaser. Ja, das Element auch, das Brauchwasser. Der geht hier auch rein. Ja. Ne, und das ist, um ein großes Reservoir zu haben, Vorrat, habe ich jeweils 1000 Liter. Ne, der ist der hat keine Wärmetauscher. Wärmetauscher hat nur der. Das ist ein Speicher eigentlich. Das ist der Speicher, das ist der Wärmetauscher. Ja, das ist auch ein Speicher. Und auch ein Speicher. Aber eben halt dieser Speicher ist mit den drei Wärmetauschern beziehungsweise zwei Wärmetauscher über den Meilerwasser. Ja. Und der Brauchwasserspeichertauscher. Okay, genau. Und da hinten hast du noch einen Druckausgleichsbehälter? Ja, den brauchst du für die Größe. Genau. Und den brauchst du auch für den Holzvergaser. Ja. Ne? Mhm. Der richtig Wasser warm macht. Ja. Achso, hier hast du nochmal genau eine schematische Zeichnung. Ja. Und ich habe, dies habe ich hier. Wirklich, die haben mich top unterstützt. Das ist hier Firma Hellmann, Speicherbau, Behälterbau. Die haben mich, mit der war ich über ein Jahr immer hin und her. Und mache ich einen 2000 Liter und dann habe ich ihr dann gesagt, und dann sagt sie, versuche ich mal so ein. Ja. So ein also direkt Schema. Mit dem Hersteller Kontakt. Ja. Ja. Wie heißt denn die Dame da? Oh, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Okay. War die mehr Vertrieb oder mehr Marketing oder mehr? Mehr Vertrieb. Ja. Mehr Vertrieb. Ja. Okay. Ja. Aber die war wirklich top, muss ich echt sagen. Und auch, ich sage, ich wechsle doch nochmal, ich ändere mein System doch nochmal, dass ich auf 2x1000 Liter gehe. So kann ich diesen auch immer mal wegschalten. Ja. Genau. Wenn ich will. Ne? Weil ich wusste ja nicht, wie entwickelt sich das Ganze. Ja. Ne? Das ich war jetzt gerade eben nicht dabei, aber vielleicht hast du da schon was zu gesagt, vielleicht auch noch nicht. Magst du irgendwas zu den Kosten sagen? Wenn du jetzt nur mal an den Biomaler denkst, um den Biomaler
mit Dorfgemeinschaft, Rock'n'Roll und ein paar Buddeln Bier aufzubauen. Bin ich bei und mit dem Häckselschnitt und mit dem Schredder, den ich mir noch zugeliehen habe, bin ich bei genau, bis Wand. Bis Wand. Also nicht den Anschließen nicht. Ja. Nur der das reine Material, ein bisschen Kartoffelsuppe, ein bisschen Butterkuchen, sag ich mal so. Und mit dem alles andere habe ich mir jetzt so gekauft, weil A bin ich jetzt 20 Jahre Baustoffhändler gewesen. Ja, da frage ich meine Jungs, brauch mal eben. Und von daher ist kann ich dann eben halt eben Preisen. Du, ich habe hier noch drei Matten. Willst du die haben? Nicht? Das sind stabilere. Da sozusagen mal 300 bis 600 Euro drauflegt, dann kommt man auch hin, ne? Kommst du auch hin, ja. Du bist ja auch beim zweiten Mal bist du eigentlich viel schneller. Du weißt genau, was du an Material brauchst. Du brauchst es nicht ausprobieren. Nicht? Du hast eben die Teichfolie organisiert, den Flachdachablauf. Mhm. Hast du denn auch schon Anfragen bekommen von anderen, die das auch haben möchten jetzt, die sich überzeugt haben? Ja, okay. Dass ich ihnen dabei helfen soll und so. Ne? Genau. Meinst du, dass es bei mir auch funktioniert? Mhm. Das funktioniert. Gut, dann nochmal die Frage, wenn du jetzt von dir aus gesehen links gesagt hast bis hier, dann haben wir auf der rechten Seite alles das, was noch zusätzlich installiert worden ist. War das im Zuge der Umstellung zum Hackschnitzelofen oder war das jetzt in Verbindung mit dem Biomaler? Nee, eigentlich war mein Motor, dass ich mal in einem Heizungsbaum mal eben eine Heizung reparieren wollte. Und mal eben, und ich mich dann in Halle an der Saale im Krankenhaus wiedergefunden hatte und da habe ich einen Tag im Koma gelegen. Habe ich eine Kohlenmonoxidvergiftung gehabt. Und das war eigentlich mein Ansporn weg von dem. Also wenn du sagst von dem, also von der Verbrennung. Von der Öl, vom Öl. Weg vom Öl. Ja. Also Feuer mache ich eigentlich schon ewig. Bin als Kind so aufgewachsen mit Feuer machen. Ich bin zur Schule gegangen, da war ein Holzofen. Da haben wir erstmal Feuer gemacht, um überhaupt in der Schule zu sitzen. Vor 54, ne? Ja. Und Holz geheizt habe ich hier auch schon. Ich mache im Sommer Feuer, Lagerfeuer und ich mache im Winter auch immer Feuer. Und deswegen hat es mir einfach angeödet, dass du da 300 Grad hast und hast eigentlich nur einen schönen Blick und hast da so ein Blechofen. Ja. Da habe ich einfach, ich hatte noch zwei kleine Bausparverträge, die habe ich zusammengepackt, habe nochmal und ich lande mit aber allen drum und dran bei 11.500 Euro. Mit Holzvergasung. Mit Holzvergasung. Ja. Also ein Holzvergaser hast du? Ja, also hier. Mhm. Ah, also kein Holzhackschnitzelheizung, sondern eine Holzvergaserheizung. Richtig. Ja, ein Waldherm, so ein Österreicher. So ein Österreicher, das ist ja 13 kW. Richtig spannend, ja. Können wir nochmal eben angucken, steht hier vorne. Dürfen wir? Ja, klar. Ach, habt ihr schon geklärt? Ja, wir waren schon drin. Das ist auch Wasser. Ja. Ne? Ausgelegt für 6 Personen. Ja. Und hier ist ein Wärmetauscher drin. Ja. Also so, die Spirale, und der andere geht so. Mhm. Und hier ist eine Spirale und hier unten ist ein Wärmetauscher. Und der im Moment umspült er nur den Brauchwassertauscher, damit ich immer meine 40 Grad habe. Eigentlich theoretisch würde dann die Ölheizung gar nicht mehr anspringen. Ja. Mhm. Aber sie springt erst an, wenn er unter 30 Grad geht. Okay. Also so ist das geschaltet. Mhm. Und das dauert halt einen Moment, aber gut. Das ist Hast du auch eine Fußbodenheizung drin? Ja. Ja. Nur in der Dinge. Ja. Und die läuft auch permanent? Nee, jetzt nicht. Achso, okay. Nee, jetzt im Moment nicht. Wir schalten sie jetzt demnächst dazu, sodass du auch immer einen Abnehmer hast. Das liegt ja auch, weil mein Ofen, der hat ja nur 3 kW für die Umluft. Ja. Und eben halt die 10 für Wasser. Aha. Also der schießt hier direkt komplett rein, nicht über den Tauscher. Mhm. Holzvergaser. Steht hier um die Ecke.
Ja, und hier, ist meine Ölheizung. Die Ölheizung ist auch noch... Das ist meine Reserve. Da hier sieht es noch okay. Ein bisschen wild aus, weil wir das jetzt erst vor 2 Wochen neu verkabelt genau. Haben. Okay. Dann hat er mir den jetzt eingebaut. Vorher hatten wir noch eine andere Steuerung, ja. Die nicht so richtig funktioniert hat. Ne? Du hast ja auch hier einige Rohre drin. Ja, und der braucht nur, der ist nur meine Reserve, wenn ich mal 2 Wochen in Urlaub fahren will und ich nicht heize, genau. Wenn es wirklich kalt ist. Ja. Was brauchst du für Öl? Was hast du früher gebraucht, so ein Liter? 4.000 Liter. 4.000 pro Saison, pro Jahr, oder? Ja, ja, ja. Ja, das ist natürlich auch gar nicht zahlbar. Nee, das ist schon eine ganze Menge. Das ist jetzt der bleibt einfach um Reserve. Genau. Der Schornsteinfeger sagt, den brauchst du eigentlich gar nicht abschaffen. Ich sage, nee, ich habe mir vorgenommen, 800 Liter maximal noch zu verbrauchen. Okay. Nee, mehr nicht. Nee, also ich will schon eher noch weniger. Aber ich bin nichts lieber höher an, als dass ich nachher unter Zugzwang bin. Genau, genau. Aber man kann dann sicher über jeden Liter, den man zusätzlich spart, auch noch zusätzlich freuen. Wenn man sagt, 800 war angepeilt und ich bin jetzt nur bei 630, dann ist man ja auf der Gewinnerseite. Das, ist auch dieses, das Duschen morgens ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du weißt, du bist hier vorher einmal warm geworden. Man sagt ja dann, beim Heizen dann bist du auch zweimal warm, aber beim Biomeiler bist du auch. Ist das auch so? Ja. In der die Hitze, die entsteht und okay. Ja, das ist mein Waldherr. Kennst du? Holzvergaser, der Schweiz. Jetzt so arbeitest du mit höheren Temperaturen oder einfach normaler Verbrennungsprozess. Ja, und dann wenn er bei 308 Grad abgas ist, machst du ihn das drauf. Ja. Und dann bei 300 Grad Abgas ist, dann. So heizt der erstmal so, geht hier über einen kleinen Wärmetauscher, geht dann ins Rohr rein und bei 300 Grad lege ich den Hebel um und dann geht die Flamme hier unten runter. Genau. Mhm. Und das ich habe in einer Woche, wir haben ja schon geheizt, in einer Woche habe ich Asche. So. Cool. Der. Da bleibt nichts übrig. Nee. Oh, das ist natürlich mega. Da kann ich mal in das Bild laden. Ja, sicher. Und und du hast auch noch eine Glasplatte vorne. Dann hast du ja auch noch den ganzen Kamineffekt auch noch. Ja, und das macht das ja schön gemütlich. Ne? Also, genau. Ja. Also das Wohlfühlempfinden der offenen Flamme. Ja. Ist auch noch dran. Und wenn du willst, du kriegst ja keine Geldvergaser. Hier integrierst, hast du ja noch über BAFA, kriegst du ja noch 1.500 Euro Zuschuss. Dies ist ja aber einer mit Naturzug. Ja. Da gehst du leer aus. Ja, ich meine, wenn das der einzige Wermutstropfen ist, dass man das die Zulage nicht gekriegt hat, ja. Dann muss man einfach sagen, es ist ja wichtig, was ich unterm Strich spare, nicht was ich als Zulage kriege. Ja. Gut, also, nur eben, das ist eben mal schade, der eine stellt sich nicht da hinten rein. Ja. Ne? Und das gleiche hier, der hat nur einen kleinen Lüfter drin und der nicht. Ach, das hättest du auch machen können, du hättest auch einen Lüfter nehmen können. Ja, ich hätte auch einen Lüfter nehmen können. Okay. Ja, aber die gibt es nicht mit Lüfter, weil die machen dann immer das Geräusch und das hörst du ständig. Ja. Ne? Und das ist. Aber es sieht schon toll aus, wenn die Flamme so nach unten weg saucht. Ja, ne? Das ist oben tänzelt nach die Flamme so und dann. Ja. Oh, ich merke schon, wir kommen auf den Tee vorbei. Ja. Wenn ein bisschen kälter draußen ist, dann werden wir uns das mal hier angucken. Genau. Das nächste Mal, wenn wir die da besuchen, dann planen wir das so, dass wir gegen Abenddämmerung im Winter bei Helmut noch einen Tee trinken. So, denn das Flammenerlebnis möchte ich mir dann auch mal angucken. Ja, prima. Deswegen hast du, der ist ruckzuck angeheizt. Und ich hab, auch der Schornsteinfeger ist seit meinem Grundfall
ja, befreundet mit mir. Das ist immer, wenn wir uns sehen, dann nehmen wir uns immer einen Arm, weil das für mich ein Erlebnis war. Ja, mit ja. Kripo und sonstiges. Und woran lag es? Konnte das feststellen? Das war die Ölleitung war schlecht eingestellt, wir hatten einfach zu viel Öl und zu wenig Sauerstoff. Okay. Ja, dann passiert sowas. Ja, dann passiert sowas. Und ich hatte immer, mein Monteur hatte keine Zeit, da sagte er, mach mal die Klappe auf. Die Klappe ist ungefähr so groß bei der alten Ölheizung wie hier, sondern in der Firma bei mir. Und dann sagt er, dann guckst du dir mal das Flammenbild an. Und dann sagst du mir, werden die mehr blau, werden die mehr gelb. Und dann rufst du mich hinterher an. Und ich denke, Mensch, immer, wie ist denn jetzt das Flammenbild? Und dann habe ich da immer so reingeguckt und wollte ich ihm das sagen, habe ich wieder zugemacht und dann habe ich gewartet, wann die dann auf Störung ging. Und dann habe ich wieder geguckt und so und dann, ja, und das merkst du nicht. Nee, du fällst einfach um. Ja. Und dann hatte ich aber rechtzeitig jemand gefunden, Gott sei Dank. Ja. Und dann hat der Notarzt, ich wusste nicht, was ich hatte, der hat mich dann sofort ins künstliche Koma gesetzt. Mhm. Sagt er, alles ist mit nur nichts Schädliches jetzt. Ne? Ja. Dann haben sie nachts um, das war dann nachts um 6 so, und um 2 haben sie mich dann per Hubschrauber nach Halle geflogen. Okay. Ja, und so kam auch rein. Und, ja. Das war auch ein Erlebnis, ja, 2 Jahre her. Nun hat dieses Erlebnis dich zum Biomann erkannt. Ja, das hat mich nochmal mehr angespornt. Das Thema war immer schon mal da, das hat mich mehr angespornt, das auch für mich hier wirklich umzusetzen. Ja, ja. Ja, ich meine, das erleben wir ja auch ganz häufig. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Also wir sprechen ja mit vielen Leuten, die sich über den Biomaler erkundigen, über 2-3 Jahre hinweg. Mhm. Und alle die Leute, die dann sagen, Mensch, ich habe mal vor 10 oder 15 Jahren den Film von John Perrin gesehen und jetzt bin ich wieder drüber gestolpert, ist das nicht auch was für mich? Sind ja ganz häufig auch Personen, die sich sehr darüber freuen, dass es sowas gibt, aber auch nicht gleich umsetzen können. Und auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man jetzt von dir hört, die Umsetzung hat nochmal so viel Spaß gemacht. Und die Freude beim Duschen sagt, das Wasser kommt aus dem Bioballer. So ist es. Ist ja natürlich das ist ein schönes Gefühl. Sehr nachhaltiges Erlebnis. Ne? Ja. Also wenn das jeden Morgen mich begleitet, dass ich der Natur noch etwas verbundener bin als vorher, dann ist es ja auch nicht nur nachhaltig in der Kompostierung und in der Wärmegewinnung, sondern auch für die eigene Psyche. Das ist so ein Punkt, den ich selber ja immer erlebe, wenn ich meine Workshops mache und auch den ganzen Menschen begegne, die sich darüber freuen. Und die Gemeinschaft kann man ja auch gar nicht überbewerten. Und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ja, und es regt auch andere an, die vorher so ein bisschen, der Schuhmacher war nicht so. Na gut, ich meine, dann sagen wir dann hinterher, super, wenn das echt funktioniert, ich sage, das funktioniert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das hat funktioniert. Ich meine, gut, als 20 Jahre Baustoffhändler, da musst du ja auch immer Innovationen gegenüber aufgeschlossen sein. Ja. Denn in den 20 Jahren Baustoffhandel hast du ja auch viele Sachen erlebt, die funktioniert haben und die nicht funktioniert haben. Ja. Und insofern muss man ja einfach auch ein bisschen offen sein, zu gucken, was es Neues gibt. Richtig. Ja, ja. Das ist, und das einfach für sich selbst dann zu sagen, so jetzt. Das passte einfach, die kleinen Bausparverträge, die beiden waren fällig. Ich sage, was ist besser angesetzt als für so eine Investition? Ja, absolut. Ich habe so ein nettes Video gesehen, da läuft das Mädel in der Wohnung hin und her und sagt zu ihrem Freund, hast du schon die Waschmaschine leer gemacht? Mach ich morgen. Hast du schon den Aschenreiniger mal runtergebracht? Mach ich morgen. Hast du schon die Geschirrspülmaschine leer gemacht? Mach ich morgen. Dann sagt sie, morgen, morgen, morgen. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Für morgen ist das alles ein bisschen viel. Ich mache das übermorgen. Ja, schön, dass ihr hier sagt und dass man das mit sowas, so wie Jean Pay mich angesteckt hat, dass man da auch andere angesteckt hat. Also wir haben alle den Biomaler-Virus. Ja, das ist es wirklich. Ja, das ist echt ein Virus. Ja. Nee, Biomaler-Wahn. Nicht WLAN, sondern Biomaler-Wahn. Ja, mit sehr viel Freude. Also auch... Nein, das ist auch etwas wirklich, dieses auch da runterfallen und auf den Kopf landen und dann im Krankenhaus liegen. So, ja, was haben Sie denn gemacht? Ich sage, ich bin von meinem Biomeiler gefahren.
Ja, ich bin von meinem Biomaterial, was ist das denn? Das können Sie mir mal morgen erzählen. Ich glaube, ich weiß auch nicht. In die Augen geleuchtet, ja. Hat er denn doch eine Gehirnerschütterung? Ich sag, ich habe keine Gehirnerschütterung. Das war ein Biomeiler. Können Sie mal heute Abend mal nachlesen. Gehen Sie mal bei YouTube rein. Ja, also besser kann es nicht sein. Obwohl es natürlich schöner gewesen wäre, wenn das ohne Sturz und ohne Kopfschmerzen zustande gegangen wäre. Aber umso schöner ist, dass du so lebendig neben uns stehst. Das ist, Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Das stimmt. Also das stimmt auch in meinem Leben so. Alle Pläne, die ich gemacht habe, sind so, wie sie mal ursprünglich mir durch den Kopf gegangen sind, nie eingetreten. Ja. Und seit dieser ganzen Erfahrung ist es so, wenn ich eine längere Reise vorhabe, packe ich immer erst am Morgen des Reisetages. Mhm. Es gibt ja ausreichend viele Menschen, die planen sehr früh im Jahr ihre Urlaubsreise und packen dann auch schon ein, bevor es losgeht. Und dadurch, dass ich in meinem Leben schon so oft erlebt habe, dass die Reise nicht stattgefunden hat, packe ich auch immer erst ein, wenn es losgeht. Mhm. Aber zum Ärger meiner Frau. Die hätte sich natürlich immer gefreut. Meine auch. Wenn ich mich rechtzeitig hätte. Ich bin auch immer auf dem letzten Video. Also, super klasse. Vielen Dank nochmal. Ja, danke für.